Also, ich würde sagen, wir beginnen mit dem Thema Publishing Workflow für Joomla 4. Wer hat denn, ich habe schon mal einen Vortrag gehalten in Köln war es damals. Wer waren da dabei? Ja, zwei, sehr schön. Das Geheimnis ist ja eigentlich, ich komme aus der Zukunft, aus dem Jahr 2020, euch zu warnen. Vielleicht erinnert ihr euch. Es gab damals einen Film. Mit diesem netten Professor. Es gab eine kleine Wand und eine kleine Tafel im Hintergrund. Und die Tafel sah damals so aus. Es gab zwei Möglichkeiten. Damals in Köln standen wir hier und ihr hattet die Chance, die richtige Timeline zu erwischen. Entweder, dass der Workflow implementiert wird oder Drupal das Web beherrschen wird. Gute Nachricht für euch. Ihr habt die richtige Timeline erwischt. Das heißt, wir haben Joomla 4 tatsächlich mit dem Workflow erweitert. Und ja, für die, wo es noch nicht kennen, Frage, wer hat doch nie was von dem Workflow gehört in Joomla 4? Das ist ja gut. Hat jemand Fragen dazu? Nicht? Dann Dankeschön. Dann gut. Nee, kurz zusammenfassen, was denn die Idee ist vom Workflow. In Joomla 3 haben wir eigentlich recht begrenzte Möglichkeiten, wenn wir irgendwelche Publishing-Workflows, sprich mit Content arbeiten wollen. Es gibt irgendwelche Schreiber und es gibt irgendjemand, der es veröffentlicht. Und manchmal sind auch die Schreiber, Schreiberinnen, die die veröffentlichen und das war's eigentlich. Es gibt jetzt keine Möglichkeit zu sagen, hey, Gruppe A muss es schreiben, Gruppe B muss es kontrollieren, Gruppe C muss Bilder hinzufügen, Gruppe D darf dann veröffentlichen. Das heißt, was mir damals die Frage gestellt hat, reicht es uns? Und bei mir in dem Projekt hat es einfach nicht gereicht, das so zu machen. Deswegen kam eigentlich die Idee auf mit dem Workflow. Und wir hatten eigentlich einen recht einfachen Ansatz. Wir hatten irgendwelche Autoren, die haben Texte geschrieben und die mussten zweimal bestätigt werden und einmal Korrektur gelesen werden. Und dann wurde es am Schluss nochmal in der letzten Instanz veröffentlicht. Ist jetzt stark vereinfacht, aber es war die Idee. Und da kommt man schon recht schnell an Grenzen bei Joomla. Noch schneller an Grenzen kam man, wenn man dann so einen Workflow hatte. Und als Standard werden Joomla 3 hat man natürlich, das hier kennt, glaube ich, jeder, veröffentlicht, nicht veröffentlicht, archiviert und im Abfalleimer. Und was mir eigentlich der erste Schritt, den wir haben wollten, war, ja, wir wollen die Namen ändern. Vielleicht soll es nicht mehr veröffentlicht heißen, sondern online oder inactive, weil nicht veröffentlicht ist vielleicht nicht der Begriff, den man gerade nutzt. Oder noch schlimmer, man braucht einen neuen Status. Und man hat plötzlich, braucht irgendwie einen Review-Leser oder man hat irgendwas entfernt. Oder man wollte, wie vorhin, beliebig alles bauen. Und das ist jetzt mit dem Workflow möglich. Wollt ihr es mal sehen? Okay, dann gehen wir noch mal in die Live-Session. So, das ist aktuelle Joomla 4. Es gibt noch ein Backend-Template-Team, wo gerade am Arbeiten ist, aber das ist noch die alte Version. Genau, ich logge mich ein. So. Prinzipiell könnte den Workflow kann in jede Komponente, die es in Joomla gibt, implementiert werden. Im ersten Schritt, damit es mal da ist, ist es jetzt nur für Artikel bzw. Content implementiert. Und finden tut ihr den Workflow hier an dieser Stelle. Falls er da nicht auftaucht, dann habt ihr ihn wahrscheinlich in den Optionen deaktiviert. Also das Wichtige muss hier aktiviert sein. Er war mal eine Zeit lang in der alten Version deaktiviert. Das heißt, wenn ihr irgendwie upgradet von der Joomla 4, könnte auch deaktiviert sein, aber mittlerweile ist er standardmäßig aktiviert. Das Konzept des Workflow ist folgendermaßen, dass der Workflow selbst einfach nur ein Container, wie man hier sieht. Und wenn ihr einen neuen Workflow erstellt, erstellt ihr sozusagen einen Container, in dem eure Status dann drin sein werdet. Man schon mal der Art Workflow. Es gibt hier noch die Möglichkeit, eine kleine Notiz dazu zu schreiben. Und natürlich kann man standardmäßig die Berechtigungen einstellen,
wie man es in Joomla kennt. So. Wenn nun der Workflow erstellt wurde, gibt es hier auf der rechten Seite Stages und Transitions. Stages sind im Prinzip der Status. Da es ja in Joomla 3 States mit T heißt, haben wir das umbenannt mit G, damit es eine Differenzierung ist, weil in Joomla 3 die States sind tatsächlich, ist etwas sichtbar. Also wenn es veröffentlicht ist, dann ist es sichtbar. Diese Stages selbst, das sind nur Namen, da kommen wir gleich dazu, warum. Stages sind einfach Namen, die sagen noch nicht aus, ob ein Artikel sichtbar ist oder nicht sichtbar. Also wenn ein Artikel in Review ist, weiß man nichts darüber, was sichtbar ist oder nicht sichtbar. Da könnte auch im Mülleimer liegen und trotzdem in Review heißen. Und Transitions sind die Verbindungen zwischen den Stages. Also man kann sich vorstellen, Workflow ist ein Kasten. Die ganzen Stages sind wild verteilt, völlig ungeordnet in dem Kasten drin. Und diese Transitions machen nun die Pfeile. Ich darf von Stage A zu Stage B, von B zu C und C zu D. Das heißt, ich kann mir das ganze Schaubild zusammenbauen, wie ich brauche. Wenn ich irgendwie von Joomla 30, wenn ich von Publish bin, kann ich es unpublishen, trashen und archivieren. Vielleicht will ich das gar nicht. Deswegen kann ich dann einfach nur von Publish auf Unpublish sitzen. Oder vielleicht gar keine Transitions haben. Um die jetzt zu editieren, wie ihr seht, wenn ich einen Standard-Workflow, also wenn ich einen Workflow erstelle, werden schon mal 4 Stages vorgegeben. Das war so der Wunsch, dass doch immer die gewohnten Stages aus Joomla 3 angelegt werden. Bedeutet aber nicht, dass man die nutzen muss, die kann man ganz normal editieren, indem man draufklickt. Wie man auch hier sieht, gibt es Sprachkonstant. Das heißt, wenn eine Sprachkonstante wählt als Titel, wird die automatisch übersetzt. Also wenn ich jetzt nochmal rausgehe, wird dann hier Unpublished genutzt. Und wie ihr vielleicht wisst, kann man auch eigene Sprachkonstanten bei Sprachen in Joomla definieren. Und da kann man sich dann eigene mehrsprachige Workflows erstellen. Aber wir nennen das mal und sagen das, nennen das Offline. So, und eigentlich das Herzstück und das Wichtigste, was man verstehen muss, sind die Conditions of Items in the Stage. Und das bedeutet, wenn ein Artikel diesen Stage hat, was passiert mit dem Artikel? Und da tatsächlich sind wir dann wieder bei diesen States in Joomla 3. Bedeutet, wenn der Artikel offline ist, dann ist er in dem Fall unpublished. Aber ich könnte es auch genauso sagen, wenn jemand ihn auf offline schiebt, dann wird er getrashed. Also ich definiere hiermit den Zustand des Artikels. Und wie gesagt, der Name ist, kann lauten, wie er will. Das bedeutet auch, ich kann viele unpublished haben. Ich kann neu haben, was unpublished. Ich kann, braucht ein Bild als unpublished. Ich braucht Korrekturlesen als unpublished. Und dann offline stellen als online. Wir lassen es mal als unpublished. Ansonsten gibt es ja genauso, kann man aktivieren oder deaktivieren. Und es gibt ein Default Stage. Und zeige ich gleich, was das bedeutet. Wie ihr seht, gibt es hier einen Default-Stern. Da kann man hin und her wechseln. Und Default bedeutet, wenn ein neuer Artikel erstellt wird in diesem Workflow, welcher initiale Status hat er dann? Also im Frontend, wenn man zum Beispiel jemand erlaubt, Artikel hochzuladen, wäre es natürlich ein bisschen doof, wenn man dann eine riesen Dropdown-Liste hat und sagt, okay, du Gast, der dich gar nicht auskennt, was hättest du denn gerne für ein Stage? Deswegen kann man es hier definieren, was denn initial ist. Hat jemand Fragen dazu? Ja. Ist es auch möglich, eine Condition zu haben, evaluate? Ja, schon. Is it possible to have also a state called evaluate? So, ja, schon. Yes, should I answer in English or in German? Okay. Gibt zwei Möglichkeiten. Also immer wenn ein Artikel einen Status ändert oder nicht ändert, oder ändert, wird ein Plugin-Trigger getriggert. Also da könnte man jetzt eingreifen. Aber man könnte natürlich auch einen Status basteln, der keine Transitions hat, da komme ich gleich dazu, der einfach irgendwo steht und dann per Cronjob zum Beispiel das irgendwann nach x Tagen, Monaten in diesen Status reinschieben. Das ist möglich. Also ich lege mal einen neuen Status an, damit man was sieht, einen neuen Stage. Hat jemand einen Vorschlag, was für ein Stage wir denn haben wollen? Ja.
Nee, nee, muss man natürlich was dafür schreiben. Und dann wird es wahrscheinlich, ja, das ist die Frage, was dann passieren soll, aber dann unpublished sein soll oder nicht. Okay. Ja. Ja. Okay. Genau, jetzt haben wir jetzt einfach hier einen neuen Status. Late me. Wir können auch sagen, okay, archiviert braucht man gar nicht. Können wir dann natürlich auch löschen. Und wir können dann das hier in online umbenennen. Und trashed lassen wir mal so. Und hier sieht man auch, das ist der Unterschied, der Name hat nichts mit der Condition zu tun. Das ist echt wichtig zu verstehen. Ihr könnt also auch euren Unpublished-Status Publish nennen. Warum auch immer, aber kann man machen. Zum Beispiel, ja. So, wenn man sich jetzt nur die ganzen Stages zusammengebaut hat, dann muss man die natürlich noch verbinden. Und da kommen wir jetzt mit den Transitions. Und die Transitions sind, wie gesagt, diese Pfeile, wo man sagen kann, wenn ich in Status X bin, wohin darf ich als nächstes wechseln? Standardmäßig in Joomla, 4, in Joomla 3 ist ja, wenn ich irgendwo bin, darf ich überall hintauschen. Also wenn ich Publish habe, darf ich zu Unpublished, Trashed und Archiviert. Das ist auch hier mit abgebildet. Das heißt, wenn ich in Unpublished bin, also das muss ich immer so lesen, das ist der Name der Transition. Wenn ich irgendwo bin, also alle, dann darf ich nach Offline gehen. Wenn ich irgendwo bin, darf ich nach Online. Wenn ich irgendwo bin, darf ich nach Trashed. Und wenn ich irgendwo bin, nach Archiviert. Wenn wir jetzt einen neuen Status machen, wir wollen ja diesen Evaluate vielleicht nutzen, dann können wir sagen, wenn online ist, wir wollen ja nicht plötzlich irgendwas gepublished haben, dann darf ich hierhin wechseln. Und nenne das Re. So, und eine nette Sache, wie ich finde, man kann nun auf diese Transition eine Berechtigung setzen. Wer darf diese Transition ausführen? Ja. Kann ich das gewissen Personen zuordnen? Gruppen geht es. Also bei Joomla sind die Permissions immer auf User-Gruppen. Man kann natürlich pro Person eine Gruppe erstellen, dann ist es möglich. Aber die Idee ist, dass auf Gruppenbasis, wie es halt alles ist in Joomla. Genau. Also man kann jetzt sagen, wer darf nun diese Transitions ausführen? Die zukünftige Idee ist vielleicht mal, dass man die ganzen Permissions aus einem Artikel, wie darf editieren, darf löschen, darf irgendwas, hier hinschiebt. Im Sinne von, dass man kann sagen, okay, wenn dieser Status mit dieser Transition erreicht ist, dann darf ich editieren. Aber das soll Zukunftsmusik irgendwann Joomla 10 oder so. So. Also wir haben jetzt eine Transition gebaut, re-evaluate, von online nach evaluate me. Und jetzt können wir einstellen, also standardmäßig ist nichts, und dann kann man sagen, okay, wer darf es machen? Dürfte zum Beispiel ein Registrierter. Wenn wir jetzt speichern. Genau, dann haben wir es. So. Und das war es eigentlich schon prinzipiell, was man im Workflow selbst macht. Also man baut sich jetzt seine Mindmap zusammen, wo darf ich wie hin? Ist natürlich die Frage, wie nutzt man ihn? Und dafür ist aktuell, wie gesagt, in Artikel aktiviert. Unsere größte Frage war, woran erkenne ich jetzt, wenn ich einen Artikel erstelle, in welchem Workflow er landet? Weil das kann man ja im Regelfall nicht dem normalen User überlassen, was er denn jetzt gern haben will. Und wir haben uns entschieden, das auf Kategoriebasis zu machen. Das bedeutet, wenn wir eine Kategorie haben, kann man einstellen, gibt es einen neuen Reiter, Workflow, und dann kann man einstellen, was ein Artikel, der in dieser Kategorie landet, was passiert mit ihm. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Kategorien kann man ja beliebig verschachteln, da können wir erben von der oberen Kategorie bis zum Default Workflow. Man kann einen Default Workflow nutzen oder man kann einen nutzen, den wir angelegt haben. Die Frage, was der Default Workflow ist, da muss ich nochmal kurz zurück. Content. Der Default Workflow ist der mit dem Stern. Das heißt, Default Workflow heißt nicht der Joomla 3 Workflow, sondern wir können sagen, okay, Default Workflow ist dieser Workflow. Das heißt, alle neue Artikel, die in eine Kategorie kommen, die sagen, nimm einfach den Default Workflow, wir würden jetzt diesen Workflow hier nutzen. So.
So, ich gehe nochmal Kategorien schnell zurück. Und genau, und da sehen wir jetzt Workflow, können wir jetzt entscheiden, da können wir jetzt sagen, okay, soll jetzt dieser benutzt werden. So, wenn wir jetzt bei Artikel gehen, können wir jetzt neu anlegen. Und das hat sich eigentlich, das ist die größte Änderung, die eigentlich in letzter Zeit reingekommen ist. Früher war es so, wenn ich einen Artikel erstellt habe, dann landet da ein Default Workflow, hat ein Default Stage bekommen. Deswegen haben wir es ja definiert. Da war aber so ein bisschen, der Wunsch kam auf, ja, ist ja doof, wenn ich jetzt unpublished habe und ich will direkt publishen. Das bedeutet, mittlerweile kann man jetzt beim Neuerstellen entweder ein Default Stage nehmen oder man kann schon die erste Transition direkt ausführen. Das heißt, ich kann, wenn ich erlaubt bin. Und das Wichtige ist hier, man sieht diese Transitions nur, wenn man es auch darf. Das heißt, wenn ich als normaler Registrierter die gar nicht die Berechtigung habe, dann sehe ich die auch gar nicht. Das heißt, ich sage jetzt, ich will es online lassen, mein Artikel, ein Text. Wichtig ist natürlich hier auch Kategorie. Ist auch, wenn wir hier die Kategorie wechseln, das seht ihr, bekommen wir hier einen neuen Workflow. Und wenn wir auf Uncategorize wieder zurückgeben, bekommen wir hier unseren, den gerade erstellten Workflow. Das heißt, es ist auch, denkt ein bisschen mit, ob das auch valide ist, was wir machen wollen. Okay, haben wir jetzt gewechselt, haben es gemacht und speichern jetzt. Jetzt haben wir ja unseren Artikel in unserem Workflow. Und jetzt steht er mal da. Entschuldigung, ja. Aber ob Kategorie gewechselt werden darf, das kann ich nicht beeinflussen. Das darf wieder jeder, oder? Das ist nun mal die State Change Permission, glaube ich. Ich glaube, damit kann man es deaktivieren. Aber es hat nur nichts mit dem Workflow zu tun. Also, wie gesagt, mein Wunsch ist in Zukunft, dass es dann je nach Status, den man hat, darf man es einstellen, aber aktuell ist über diese Edit State Permission in Joomla drin. Wenn mich nicht alles irrt. Das heißt, Entschuldigung, ja. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Cases habe, erstens, dass irgendeiner von da draußen, ein Registered User, was schreibt oder ich was schreibe, dann kann ich, dass die sozusagen den Workflow so umgehen, dass ich einfach sage, ich bin jetzt, ich kann die Transition schon einmal, dass es gepublished ist, schon einmal von Haus aus einstellen, damit ich dann nicht da ein genau. Workflow brauche. Und der normale von der Straße, was ich nicht veröffentlichen will, ohne es jemand gesehen habe, der kann es sozusagen nur zur Überprüfung in den Status schicken. Genau, also kann dann einfach für Super-User zum Beispiel Abkürzungen gebaut werden für Transitions. Kannst sagen, initial direkt so online mit ein. Transition ja gleich so genau, online. Genau, online. Ja, genau. Das war so die Idee dahinter, dass man jetzt recht schnell reagieren kann. So, wir wollen natürlich jetzt erstmal den normalen Weg gehen. Und da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, um den Status zu ändern. Im Prinzip, wie gehabt, aufs Icon klicken. Aber statt dass es direkt wechselt, da wir ja nicht wissen, welche Transitions gewählt werden will, bekommt man nun einen Dropdown und kann dann auswählen und sagen, wo will ich hin? Und wie ihr seht, ändert sich es hier, wenn ich online bin, dann habe ich diese Transition hier hin. Und wenn es nicht online ist, habe ich diese Transition nicht mehr. Weil wir es ja vorhin eingestellt haben, darf man nur von online zu re-evaluate. Die zweite Möglichkeit ist, ich kann natürlich hier oben wählen und da gibt es diese alten Publish-Unpublish-Featured-Funktionalitäten. Und da kann ich genauso machen. Und in dem Fall wird immer nur angeboten, die Möglichkeiten, die es gibt. Ja. What happens if you change the category while it's ja, nothing. Change it to a category that has a different workflow. Ja. Die Kategorie ist nur für den initialen Status wichtig. Also danach wird die Kategorie ignoriert, da kann man die Kategorie ändern und der Workflow bleibt. Die Frage ist natürlich, was passiert, wenn ich den Workflow auch ändern will? Und dann muss ich Super-User sein, dann kann ich das markieren und dann kann ich hier auf Badge, kann ich dann hier zwischen den Workflows hin und her springen, aber nur als Super-User. Das heißt, der Artikel besitzt den Workflow, also das ist genau. Also pro Artikel eingestellt der Workflow. Ja, also das kann, man kann es, ja, und die Kategorie ist nur für den initialen Start, wo sie reinschiebt, also das heißt, ich kann sozusagen 50 Workflows haben, Artikel erstellen, dann den Workflow in der Kategorie ändern, dann ändert sich nicht die alten, sondern nur die neuen. Das wirkt sich dann nur auf die neuen aus. Und die alten bleiben in ihrem Workflow drin.
weil wir ja ein bisschen komisch, also sonst müssen wir ja immer wieder zurückspringen und neu starten. Und wenn man es ändern will, haben wir diese Funktion eingebaut, dass man es hier über als Super-User hin und her springen kann. Da kann man auch abkürzen, da braucht man die Transitions nicht beachten, da darf man alles. Genau. Bei dem Wenn ich einen Workflow habe, wo ich zum Beispiel Crashen nicht erlaube, kann ich das Tool dann trotzdem machen, oder? Oder publishen. Nein, also wir haben ja in unserem Workflow vorhin archiviert, deaktiviert. Das heißt, wenn ich jetzt anklicke, dann kann ich hier nicht archivieren. Also ich kann es nicht. Genau. Und wo habe ich jetzt in den Müll geworfen? Genau, sieht man hier auch, dass Publish nicht geht. So, und was ich noch zeigen will, die Frage ist natürlich, also da werden ja jetzt die Conditions gesetzt. Also der Workflow versucht also er rät nicht, aber er schaut, wenn ich jetzt hier auf Unpublish klicke, dann schaut er, welche Transition kann ich ausführen, damit es zu Unpublish geht. Und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert, wenn ich denn mehrere Unpublished? Und das werde ich mal kurz bauen. Das heißt, wir gehen hier nochmal in Stage und fügen uns ein fehlerhaft hinzu und sagen, das ist unpublished. Also wir haben jetzt hier zwei unpublished, einmal offline, einmal fehlerhaft. Und bauen jetzt noch eine Transitions und sagen, ist fehlerhaft, die von allen auf fehlerhaft führt. So, und jetzt haben wir hier unseren Published. Ne, nee, ich habe einen neuen Artikel erstellen. Mein Artikel, uncategorized in online. So, und okay. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit, fehlerhaft oder in unpublished zu schieben, damit es deaktiviert ist oder unpublished ist. Wenn ich das jetzt markiere und sage, mach unpublished, dann erkennt es automatisch, dass es mehrere Möglichkeiten gibt und ich kann auswählen, wohin es ihn schieben soll. Es passiert auch über verschiedene Workflows hinweg. Also wenn ich bei Batch nicht, bei Batch ist ja, genau, das ist ja, da umgehst du ja alle Möglichkeiten, sondern da schiebst es dann hart rein. Das heißt, es ist hier ein kleiner Check dabei. Wenn es nur eine Möglichkeit gibt, zu unpublished zu kommen, dann wird die genommen. Ansonsten muss man sich entscheiden. Soweit irgendwelche Fragen? Was noch, was wir noch drin haben? Genau. Genau. Und zwar, es gibt ja dieses, jetzt mal schauen, gibt jetzt 1 Million Plugins in Joomla 4. Ob wir das Richtige finden. Es gibt ja dieses Content Joomla. Das heißt, wenn jemand im Frontend einen Artikel einreicht, bekommt man eine E-Mail. Das macht dieses Plugin. Und dieses Plugin haben wir erweitert. E-Mail on Transition Execution. Das bedeutet, es gibt eine E-Mail, die, wenn immer wenn eine Transition ausgeführt wird, bekommen alle, die nun die nächste Transition ausführen können, eine E-Mail, wenn sie im Backend diesen bekommt System-Mails aktiviert haben. Und dann bekommt man so eine interne Joomla-Mail und sagt hier, Benachrichtigung erhalten, bitte, also du hast jetzt die Möglichkeit weiterzuarbeiten. Man bekommt eine E-Mail und zwar mit intern meine ich, es gibt ja hier diese, genau, Receive System Message. Und das ist aber auch eine interne Message, die dann gleichzeitig eine E-Mail raussendet. Das ist diese Mailing-Funktionalität hier, diese hier. Da landet es. Da steht dann drin, einer von User, ich weiß nicht genau, ich glaube, ein User X hat eine Transition ausgeführt, du bist jetzt dran. Sowas in der Art. Ja, das stimmt. Nee, es ist eine eigene E-Mail, die darauf optimiert wurde und steht,
Nun bist du dran. Aber ich müsste jetzt nachschauen, wie sie heißt, die Nachricht. Ich weiß jetzt nicht auswendig, die habe ich vorne. Genau, bei jeder Transition, wenn jemand dann die Möglichkeit hat, weiterzuarbeiten mit dem nächsten Transition auszuführen, dann bekommt man eine E-Mail. Da gibt es ja diese Standard-Joomla-Content-Einreiche. Da wurde ja noch keine Transition bewegt. Außer man wählt sofort direkt die Transition, dann gibt es wieder eine E-Mail. Frage habe ich jetzt nicht ganz verstanden, inhaltlich wie, also zum Beispiel. Genau. Okay. Okay. Ja. Okay. Okay. Gut. Weitere Fragen? Nur die, die freigegeben werden müssen. Also du selbst bekommst eh nie keine E-Mail, also als Sender. Das Absender bekommt keine E-Mail, nur die anderen. Aber wenn du direkt an den Endstatus des Workflows springst, bekommst du natürlich keine E-Mail, weil es keine weiteren Transitions gibt. Also bekommst du nur eine E-Mail, wenn du den Flag gesetzt hast, die Option aktiviert ist und es weitere Transitions gibt, die den Status weiterführen. Ja, dann gibt es natürlich. Ja. Genau. Keine Fragen? Ja. Gehe ich mal hier zurück. Immer noch keine Fragen? Wenn es fertig ist. Wenn es fertig ist. Unter der Hand hofft man ja auf die Joomla World Conference irgendwie Ende des Jahres. Schauen wir mal. 19. Wahrscheinlich. Also es muss halt ehrlich sein, wir sind bei einer Alpha und aber es gibt genau und da gleich mal Sache in eigener Sache, es gibt am 19. Oktober ein Pizza Bugs & Fun wieder. Auch in Österreich, da macht, glaubt den der Harald macht's. Da geht es darum, Joomla 4 stabil zu bekommen. Also, wer da nicht dabei ist, darf hinterher nicht meckern. Genau. Soll natürlich mit dem Workflow weitergehen. Ich habe ja schon vorhin erwähnt, wir wollen, also es kommt ein bisschen darauf an, wie der Workflow jetzt ankommt mit Joomla 4, deswegen haben wir es mal erst so die
die absolute Basisversion rein, aber wir wollen idealerweise in Zukunft haben, dass man Permissions anhand von dem aktuellen Status des Workflows setzen kann. Das heißt, wenn ein Artikel noch offline ist, dann darf Gruppe A bearbeiten, wenn er online ist, darf nur noch Gruppe B bearbeiten. Das ist mal so die Zukunft. Muss natürlich ehrlich sagen, das ist eine recht hohe Herausforderung, weil aktuell funktioniert halt völlig anders und da müssen wir schauen, wie wir das sauber migriert bekommen. Aber das ist dann Zukunft irgendwann, ja. Jein, also man kann jetzt schon editieren verbieten, aber man kann natürlich nicht Mehrschritt editieren. Also wenn jemand editieren darf, dann darf er immer editieren, auch wenn er online ist oder wenn irgendwas ist. Wenn man. Also aktuell noch nicht, also in dieser Version noch nicht, aber das ist so zumindest meine Vision, wo ich es gern hätte. Dass man auch ja, mit der Versionierung zum Beispiel, dass man kann Versionen erstellen, die aber noch nicht online sind, die dann von irgendjemand anderem gepublished werden, so draftmäßig ein System. Hätte ich gern, falls da Unterstützer dann gibt. Und das Zweite, was wir gerade am Arbeiten sind, ist auch wieder von der TAM. Ach, so, Entschuldigung, ja. Ja, aber da, genau da, also der Workflow selbst ist eine Komponente, sowas wie Categories, die kann überall verwendet werden. Aber muss dann für jede Komponente individuell implementiert werden. Und es war schon recht schwer, den Workflow für Artikel approved zu bekommen, deswegen ist der erste Schritt. In Zukunft sollen dann natürlich auch zum Beispiel irgendwelche Banner oder andere Sachen gemacht. So, genau, also das ist unter Content, weil es natürlich nur Content beeinflusst. Also die Implementierung beeinflusst nur Artikel, deswegen ist es bei Artikel. Und wenn es jetzt irgendwelche, was gibt es in Kontakte beeinflusst, dann wird es hier bei Kontakt auch nur einen Workflow-Punkt geben. Wie bei Custom Fields, da gibt es dann auch unter verschiedenen Komponenten verschiedene Punkte. Ja. Genau. Also ich verstehe den Schmerz, den habe ich manchmal auch. Ja, aber. Ja. Aber also ja, technisch könnte man das im Workflow implementieren, so dass es einen Workflow gibt, wo man dann irgendwie einen Dropdown hat und das baut. Das gibt es ja schon bei der Multilingual Association. Das, ja, genau, dass es halt einen Punkt gibt und dann wählt man hier aus, was man denn jetzt haben will. Sowas in der Art. Wäre definitiv möglich. Lass uns nachher reden. Ja, also es gibt einfach ein paar politische Gründe, warum das jetzt so ist. So wenig aneckend wie möglich wurde es implementiert, deswegen ist es Grund. Aber ja, es ist definitiv. Genau. Wir haben überlegt, den Workflow für den Workflow einzubauen. Und genau. Und was wir noch in der Zukunft bauen wollen, ist. Da ist gerade auch wieder TAM dran. Sowas, dass man am Workflow sieht, weil es ist ja immer recht schwer, so Listen dann die Verknüpfungen zu haben.
was man denn, dass man so eine Übersicht hat. Das ist noch nicht die finale Version. Wir wollen auch zum Beispiel haben, dass beim Artikel man auf den Knopf klickt und dann sieht man, welche Transition darf ich denn ausführen in Zukunft. Das heißt, welcher Weg will ich gehen? Aber ist leider recht komplex, wir sind da schon sehr lange dran. Schauen wir mal, ob es auf Joomla 4 reicht, 4.0. Wir versuchen es, aber wir haben ja noch jetzt. Ich wollte es nicht 2 Jahre sagen. Nee. Schauen wir mal. Genau. Und falls ihr probieren wollt, ist mittlerweile in der Nightly Build enthalten. Ich habe euch mal, falls jemand die Nightly Build, also die Nightly Build wird immer einmal am Tag, nachts, irgendwann 3 Uhr, vom aktuellen Joomla 4 Entwicklungsstand gemacht. Manchmal funktioniert sie, manchmal nicht. Müsst ihr halt testen. Naja, kann ja sein, dass mal was kaputt ist. Noch weitere Fragen? Wollt ihr noch irgendwas sehen? Scheinbar nicht. Dann sage ich nur viel Spaß. Und falls ihr Fragen habt, schreibt mir eine E-Mail.